Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial hier für den ETS 2. Ja, wie ihr sehen könnt, wenn wir heute uns die Anbauteile ein bisschen vornehmen, werden die individuell farblich verändern. Dazu gab es ja auch die eine oder andere Anfrage, ob ich das noch nicht mal machen könnte. Und ja, ihr seht ja, ich habe das jetzt nur aus, ne, aus Testzwecken hier alles wild durcheinander gemischt mit Farben. So. Könnt ihr in Blau nehmen, könnt ihr auch, wenn ihr nichts verändert, wird dann alles in der Farbe, in der ihr jetzt, also in diesem Fall, also in meinem Fall jetzt in Grau, werden dann die Palettenkästen und alles, was dann so zugehört, wird dann auch in dieser Farbe dann angezeigt. Hinten habe ich das zum Beispiel individuell in Rot gemacht, ne? Hier den habe ich in Schwarz gemacht. Könnt ihr das dann auch ändern hier in Gelb, damit ihr auf der anderen Seite auch Gelb habt. Also ihr könnt das mischen, wie ihr wollt, also gestalten können, wie ihr wollt. Hier die Thermobox auch dementsprechend farblich verändert. Ne? Also da, das könnt ihr auch mit jedem Trailer, ne, ich zeige euch das ja an diesem jetzt, aber ihr könnt es auch an jedem Trailer umsetzen. So. Dasselbe könnt ihr dann auch, wenn ihr Anbauteile dann habt für euren LKW, ne, für die Sidecurves, whatever, könnt ihr dann auch so farblich gestalten. So, wie das geht, ist eigentlich gar nicht so schwer. So, dann würden wir das Ganze mal starten. Vorweg würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo sehr freuen und auch über Lob oder konstruktive Kritik oder Verbesserung. Wisst ihr ja, haut das in die Kommentare rein. Soweit ich es kann, will ich jetzt natürlich beantworten. Und ja, ansonsten abonniert einfach meinen Kanal und verpasst ja dann auch keine Videos mehr. Also heißt es wie hier jetzt Tutorials oder meine zwei Stories, die ich am Start habe, ne, ETS und ATS. Und ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dafür schon mal im Voraus vielen Dank für euren Support und natürlich viel Spaß bei diesem Tutorial, was jetzt gleich kommt. Okidoki, let's go. So, wir fangen dann an, uns jetzt die Farben jetzt hier auszusuchen. Das könnt ihr dann, wie gesagt, dann für euch dann individuell gestalten. Ich mache das jetzt als Beispiel mit zwei, drei Farben. Fangen wir mal mit Rot an. Füllen das hier komplett. Ne, als der zeige ich das nochmal, falls der eine oder andere es nicht weiß. Gehen auf Farbeimer. Ne, dann bin ich hier drauf gegangen aufs Bild oder auf die Fläche hier. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Dann geht er auf Bild, dann geht er ja, wir müssen die Größe verändern. Wir gehen auf Größe ändern. Dann geben wir dann hier 4 ein, 4 Pixel in der Breite. Und 4 Pixel in der Höhe. So, dann gehen wir auf OK. So, jetzt haben wir das schon mal für sich jetzt schon definiert, das ist schon eigentlich alles. So, jetzt gehen wir hin, gehen auf Speichern, Speichern unten, egal. Ja, Direct Throw DDS. So, jetzt habe ich mir das, kommt jetzt in den Ordner rein. Hier ist ja der Trailer, den ihr gerade gesehen habt, den habe ich ja, da brauche ich jetzt nicht drauf einzugehen. Da habe ich außerdem jetzt schon, habt ihr schon, denke ich mir, der eine oder andere hat sich das schon angeschaut, wie man einen Trailer scannt und so weiter und so fort. Also, ne? Wir gehen jetzt heute nur auf die Einbauteile ein. So, dann gehe ich hin. Das war ja rot, ne? Ja. Womit wir dann Bescheid wissen, was das ist. So, speichern das ab. Alles gut. Abgespeichert. So, okay. Dann nehmen wir die nächste Farbe. Nehmen wir mal Schwarz. Ja, ist ja schon drin. So, Schwarz. Machen wir dasselbe Spielchen. Gehen wir auf Bild, auf Größe ändern. Ne? Das ist sehr wichtig, dass er dann immer 4 nimmt. Ne? Sonst wird das nicht funktionieren. 4 in der Breite. Und 4 in der Höhe. Dann geht er auf OK. Und dann geht er auf Speichern. So,
sieht das so. Geht auf Speicher unten, unter und auf Schwarz. Oh, also nicht. So. So. Das wäre auch okay. So, gehen wir zurück hier. Und dann nehmen wir mal Blau. So, gehen dann hier zu dem Farbeimer, klicken wieder hin, Blau, so, definieren das, dreckige Auswahl bestätigen, genau. Dann gehen wir auf Bild wieder und wieder auf Größe ändern und genau 4 in der Breite, 4 in der Höhe. Gehen auf OK und dann haben wir das. Gehen wieder auf Speichern unter. Genau. Und das war der blaue. Nein. So, nicht so schnell. Okay. Das war der blaue. Gehen auf OK. So, der Drops wäre auch gelutscht. So, gehen wir wieder zurück. Jetzt nehmen wir. Was haben wir jetzt? Rot, Schwarz, Blau. Jetzt sind wir noch Gelb. Gehen auf Farbeimer, gehen auf Gelb. Und auf Bild, auf Größe ändern. Gehen auf 4 in der Breite. 4 in der Höhe. Auf OK. Dann hier auf rechteckige Auswahl. So bestätigen, zack. Haben wir es. Dann auf Speicher unten, unter, so. Und jetzt gehen wir auf, schreiben wir Gelb rein, damit wir wissen, was das ist. So, so, dann wäre dieser Drops jetzt gelutscht. Wir sind eigentlich schon durch. Jetzt könnten wir zig Farben hier auswählen, so wie ihr lustig seid. Ne? Die könnt ihr schon im Vorfeld dann schon definieren und dann macht ihr euch einen Ordner rein, habt ihr die alle schon in der Größe drin. Wenn ihr dann den Trailer, also die Anbauteile für einen Trailer oder die Anbauteile für euren LKW bearbeiten wollt, dann braucht ihr das jetzt nicht im Einzelnen immer zu machen. Wenn ihr das einmal abgespeichert habt, in jeglicher Farbe, wie auch immer, dann könnt ihr dann sofort loslegen. Okay, dann gehen wir jetzt zu ModStudio 2 und ja, ordnen dann die Farben den Anbauteilen zu. Okidoki, na dann. Okay, wir sind jetzt beim ModStudio 2. Wir starten jetzt ein neues Projekt auf Eurotruck, in diesem Fall ein Template. Wir machen natürlich einen Trailer-Skin. Vorausgesetzt für die Anbauteile ist, dass ihr natürlich einen Trailer-Skin habt vorher, ne? Sonst wird das nicht funktionieren. Einfach nur die Anbauteile, das geht so hier nicht, ne? Also ihr habt jetzt einen Trailer jetzt geskinnt als solches und dann wollt ihr die Anbauteile dann, wie ihr gerade gesehen habt, dann auch verändern und dann geht er dann hier auf Accessories, ne? So, aber so weit sind wir noch nicht. Wir gehen nach hier auf Basic, gehen auf Trailer, müssen wir jetzt mal alles hier eintragen. Dann gehen wir hier, das habe ich hier schon kopiert gehabt, Drive Right Along, den Preis wichtig, ab 1 können wir schon eintragen. Ich mache meine standardmäßigen 1000. So, die Farbe hatte ich ja so hier so grau gewählt gehabt. Okay, aber darum geht es ja nicht. Das Icon mache ich jetzt auch einfach das vorgegebene. Dazu habe ich aber auch schon ein Tutorial gemacht. Wenn ihr das hier auch individuell verändern wollt, könnt ihr da mal gucken bei meinen Tutorials, da ist das auch erklärt. Okay, jetzt gehen wir weiter. Image, Add Image. So, jetzt gehen wir hier, nehmen alle mit 136. Und bei dem wird es dann funktionieren, bei den anderen natürlich, weil ich jetzt den lang genommen habe, ne? Den Trailer, Curl Insider oder Drive Inside, da wird das bei den 136ern funktionieren, bei den 78er nicht. Dazu müsst ihr dann natürlich einen 78er nehmen, also den kurzen oder den kürzeren und dann dementsprechend funktioniert es dann auch. Nur ihr müsst das dann dementsprechend, ne, euer beim Trailer, wenn ihr den bearbeitet, skinnt, halt dementsprechend die Größe dann immer beachten, wenn das dann hinterher
farblich gestalten wollen, ne, mit den Paletten. In diesem Falle jetzt, also mit den Anbauteilen. So, nehmen wir jetzt den 136ern, also die Templates meine ich, ne? Also ne, wenn Sie den langen oder den kurzen, dann könnte das dementsprechend oder wird das dementsprechend funktionieren. So, das ist auch, das sind wir glaube ich alle, ne? Als solches. Wenn ich das eine übersehen habe, ist ja nicht schlimm. Wenn ihr sehen könnt, dass es ja, der wird nicht gehen hier. Den weiß ich nicht, aber okay. So, dann nehmen wir das Template. Das hatte ich ja schon vorbereitet gehabt. Habt ihr ja am Anfang schon gesehen, aber darum um das Trailer oder um den Trailer an sich geht es ja nicht um das Template. Geht jetzt nur genau hier um die Anbauteile. Trailer habe ich ja schon auch ein Tutorial. Dann wer das noch nicht oder wer das noch nicht kann und sich das aneignen möchte, auch da ist ein Tutorial am Start, könnt ihr euch da gerne auch mal anschauen. So, wie gesagt, die 78er, die lassen wir jetzt mal links liegen als solches. Wir gucken nur auf den 136er und immer gucken, was ihr gerade macht, ne? Also mittig links und dann mittig rechts dann gleich machen, ne? Das ist jetzt Left Side 136 links, so. Und dazu haben wir den Side Curt, den können wir bearbeiten, den können wir natürlich auch bearbeiten, ne? Diesen RAM-Schutz, der da neben ist, nicht, der wird nicht, aber die Box, die können wir bearbeiten. So, die beiden können wir auch bearbeiten, also farblich verändern, und die Palettenbox, da die große auch, so. So, dann fangen wir mal an. Machen wir das Side-Curt. Farbe ist eigentlich Latte, die uns da gerade so, ja, welche nochmal nehmen, die machen wir in Blau erstmal, so, in Blau, so, jetzt habe ich die in Blau angewählt, Side-Curt in Blau, links, mittig, so, haben wir, so, den haben wir, so, dann geht der auf Add Image, so. Das ist halt so. Linke Seite haben wir gerade angewählt. Jetzt gehen wir und suchen uns die rechte Seite mittig. Das wäre die. So, die klicken wir an. Jetzt machen wir das auch in Blau. So, auch in Blau. Zack, das hätten wir auch erledigt. So, gehen wir wieder auf Add Image. So, jetzt. So, damit ihr das so sehen könnt, so rechte Seite haben wir jetzt da. So, jetzt gehen wir, Sidecut haben wir, jetzt machen wir von mir aus hier Enia. Die Palettenbox mit dem RAM-Schutz da, ne, nehmen. Die können wir von mir aus dann in Gelb nehmen. Die nehmen wir in Gelb. So, haben wir, haben wir. Dann gehen wir auf Add Image, so. Gehen wir Left Side, jetzt müssen wir wieder Right Side nehmen. Genau dasselbe Spielchen. Was links ist, machen wir auch rechts. Ihr könnt das natürlich rechts eine andere Farbe nehmen oder was, ne? Ich habe jetzt gelb genug, ich könnte es auch rot nehmen, ne? Aber damit das einheitlich ist, machen wir das so einheitlich, ne? So. So, das hätten wir auch. So, jetzt gehen wir weiter. Bleiben noch. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, nur damit ihr jetzt bei einigen seht, dass das möglich ist. Also ist es bei jedem möglich, ne? So, jetzt gehen wir hier die Doppelboxen hier auf der linken Seite. So, und gehen die in Rot ein. So, Rot. Okay. Dann wieder Add Image. Da öffnet sich wieder hier ein Fenster. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite mit dich. So, so, machen wir in Rot. Wie gesagt, so, damit die immer parallel sind, ne? Okay. So, das hätten wir da. Hätten wir jetzt die Mitte erledigt. Jetzt geht in die Palettenbox. Ja, müssen wir sie nicht auch noch machen. Aber gut, wir machen die auch noch. Wenn wir schon dabei sind, können wir das auch noch machen. So, machen wir die Palettenbox, die hier,
So, jetzt haben wir die drei, dann nehmen wir die in Schwarz. So, haben wir auch in Schwarz. Gehen wir wieder auf Add Image. Jetzt gehen wir Right Side Middle hier. So, jetzt gehen wir Schwarz ein. So, jetzt haben wir alles links und rechts mittig, haben wir alles angewählt. Da könnt ihr euch dann die Farben dann aussuchen, die ihr dann, oder wenn ihr das so machen wollt, ne? Oder ihr wollt nur mit dem Sidecut machen, dann macht ihr das halt nur mit dem. Oder nur die Boxen hier machen, dann macht ihr nur die, ne? Jetzt habe ich mal nur alle, damit ihr es nur seht, dass was möglich ist. So, okay, jetzt gehen wir mal nach hinten. So, Mittel haben wir Left Side Rear, also linke Seite, ne, links hinten. So, dann gehen wir auch hier auf Painted Box. So, dann nehmen wir auch wieder Blau auf Öffnen. Zack, haben wir Add Image. Genau. Linke Seite hinten. Jetzt kommt rechte Seite hinten. Right Side 136 Rear. So. Haben wir die. Dann gehen wir auch auf Blau. Gehen auf Öffnen. So. Wieder auf Add Image. So, jetzt machen wir hier noch ein. Welche machen wir der Painted Box? Palette Box, so machen wir die Painted Box. So, links hinten, zack, in Gelb, öffnen, zack, drin. Wieder Add Image. Und immer nur nach jedem Häkchen, nach jedem immer neues Fenster öffnen. Na, ihr seht das ja, wie ich das mache, ne? So, jetzt kommt die rechte Seite. Right Side Rear. Was war das jetzt hier nochmal? Left Side Rear Painted Box, ne? Ja. Right Side Rear Painted Box. Machen wir in Gelb war das, ne? Genau. In Gelb. So, hätten wir auch. So, das sollte dann reichen für hinten. Ihr könnt ja noch, ihr seht ja, was ihr noch alles machen könnt, ne? Also das sind ja, je nachdem, was für ein Trailer ihr habt, könnt ihr das dann alles soweit farblich verändern, ne? So, jetzt machen wir noch hier. Ja. Den Kühler hier hinten könnt ihr dann auch verändern hier. Oder den könnt ihr dann auch verändern. Wir machen mal hier den Box-Cooler. Ne? Genau. Den machen wir, ja, machen wir den in Blau. Okay, so. Add Image. So. Und was haben wir noch? Beim Rear Pumper könnt ihr alle drei anklicken, weil ich weiß jetzt nicht, welcher jetzt welcher ist, aber ich habe das mal ausprobiert, das funktioniert dann auch so. Das können wir dann, ja, nehmen wir den in Rot. Nehmen wir nicht in Schwarz, nehmen wir den in Rot. Okay. Bei einem Wind Deflector weiß ich nicht, ich denke, das musste aber auch funktionieren. Da bin ich mir selber nicht so ganz sicher. Das ist hier die Seiten, ne? Der. Mal sehen. Den machen können wir in Gelb machen. So, da bin ich mir nicht so sicher, ob das müsste aber auch funktionieren. Mal schauen. So, dann gehen wir das hier ein. Dann gehen wir auf Trailer, dann Tuning Parts, ja, und auch Paint Job ist das ja, könnt ihr auch anklicken. Wie gesagt, hier habe ich das mein Icon ja, ne? Lasst den hier drinne. So, dann gehen wir auf Speichern, Export Mod, Export, dann Desktop, mein Ordner, den ich mir, ja, ist ja kaum was drin, aber würde ich euch auch dann empfehlen, wenn ihr was macht, dann habt ihr alles zusammen. So,
auf Speichern. Okay, so. Und jetzt gehen wir ins Spiel. Und dann, ja, jetzt legt er natürlich diesen Mod natürlich unter Dokumente, legt er das dann in euren Mod-Ordner rein, also ins Spiel Euro Truck Simulator, dann unter Mods, dann legt er den da rein, das ist ja klar, eigentlich selbsterklärend, aber vielleicht weiß der eine oder andere das nicht so genau, ne? Und da legt er den da rein, wie gesagt, Euro Truck Simulator unter Dokumente ist ja in der Regel unter Dokumente gespeichert und dort geht er dann auf Mod und legt den dort dann rein, diesen Trailer-Mod, okay? Supi. So, dann gehen wir jetzt ins Spiel und schauen mal, was daraus geworden ist. Okay, wir sind jetzt im Game, gehen jetzt zum Mod Manager natürlich, aktivieren den Mod hier, unseren Drive Right Along, gehen auf Änderung bestätigen und dann Spiel fortsetzen. Und dann schauen wir mal. Wie das so oder was daraus so geworden ist. Dauert noch einen Augenblick und dann geht es dann weiter. Supi. So, Aufliegerhändler. Dann gehen wir auch hier auf Code Insider. Gehen dann hier zum Beispiel jetzt ja, Trockenfrachtkoffer oder wir gehen jetzt hier gekühlt, hatte ich ja genommen. Ne? So. Dann gehen wir hier auf unseren Mod, das ist der Mod Studio, diesen so. Seht ihr hier schon, hat ja soweit, denke ich mal, funktioniert. Aber wir schauen natürlich, probieren alles durch. So, hier haben wir den in Blau, auf der anderen Seite auch. So, dann, den hatten wir in Gelb, hat auch funktioniert. Und auf der anderen Seite auch in Gelb. Dann die Boxen, die zwei, die lackierten. Sind auch in Rot beide, wunderbar. Und dort haben wir die auch. So. Den hatten wir nicht, weil der war ja nicht. Der war, ja, das waren so alle, die wir vorne hatten. Hinten auch. Hatten wir auch diesen Vollschutz und die lackierte Box hatten wir auch in Gelb. So, den hatten wir nicht. Wenn man das nicht bearbeitet, kommt er automatisch in, ja, in Wagenfarbe, in diesem Fall, so wie der Trailer ist. Ne? So, genau. Der hat sich nicht farblich verändert. Ich weiß jetzt nicht warum. Den hatte ich zwar angegeben gehabt, aber kommt in Wagenfarbe. So, aber das hier müsste hinten, ja, ist funktioniert. Also haben wir ja in Rot angegeben gehabt, ist auch in Rot wieder auch in Rot wiedergegeben. Hinten auch, ne, die lackierte Box und hier auf der Seite haben wir auch die lackierte Box oder hier den Vollschutz, ne, den wir gemacht haben, ne, alles farblich verändert. Wo wir den auch noch hier eine andere Farbe geben, haben wir hier. Ne? Ein buntes, kunterbuntes Teil hier als solches. Ne? So, hier in Gelb, dann machen wir das hier in Blau. So, und hinten in Rot. Ne? Ihr könnt sehen, das funktioniert als solches. Vorne noch, hier habe ich das ja auch hier in Blau gemacht gehabt. So, also, ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen und ja, wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen, beim Skin. Seht ja, da ist ja nicht viel dabei. Ne? Wichtig ist nur, dass er die Größe beibehält, 4x4. Und ja, dann könnt ihr loslegen, könnt ihr schon euch die Farben im Vorfeld schon bearbeiten, speichern und dann legt ihr euch das im Ordner rein und dann, wenn ihr euch dann euren Trailer oder euren LKW, wenn ihr da zugange seid und wollt ihn bearbeiten, könnt ihr das dann auch machen. Okidoki, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid bei meinen nächsten Sachen, wenn mal ein Tutorial rauskommt oder das ist ja, läuft ja nur nebenbei bei mir, aber mache ich ja gerne. Oder wenn ihr bei meinen Stories dabei sein wollt, sehr gerne.
dann würde ich mich darüber freuen. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, liebe Leute. Euch allzeit gute Fahrt. Hasta la vista und bis bald. Euer Atze Gaming. Ciao.